Hey alle zusammen, willkommen bei Sea of Thieves. Willkommen zurück übrigens. Und ja, wir sind hier auf der Insel angekommen und wollen die jetzt ein bisschen durchsuchen. Und dann wollen wir doch mal schauen, was wir hier überhaupt alles finden. Ich würde sagen, wir fangen oben an. Achso. Ja, Marcel ist auch mit dabei. Hallo Marcel. Ja, hi, danke. Gern geschehen. Ja. Ich habe mal wieder nur das Loot im Kopf hier. Ja. So, erstmal alles anschauen hier. Schick. Jo, sehr heimisch hier unten. Ja, auf jeden Fall haben wir gerade Sonnenaufgang. Extra einen kleinen Moment gewartet, bis wir Sonnenaufgang haben. Oh, die Kiste. Ist das schön. Schön ist das. Oh. Ja. Oh, passt. Das ist nicht schön, nein. Aber oh, da. Moment. Da. Richtig klasse. Schatz entdeckt. Logbuch aktualisiert. Wie? Schatz entdeckt? Wo? Na, irgendwo hier bestimmt. Jay, ich hab da was für dich. Mhm. Happy Birthday to you. Oh! Oh. Du Idiot! Kann ich doch nicht ahnen. Okay. Rote Pflaster haut man nicht rauf. Wir haben schon in den ersten RPGs gelernt. Ach komm, da haben wir das auch mal. Oh Gott. Nice. Ja, ein Like dafür. Gut, denn er deine Seele dem Fährmann anbieten? Momentan geht's noch nicht, ich hab noch Ladebild. Ach, hast du schon gemacht, ja. Ja. Jetzt. Ja, hallo. Fähre der Verdammten. Ja. So schnell muss man das erstmal hinkriegen. Also. Ja, was denn? Wer kann ahnen, dass du nicht auf ein Fass draufhauen darfst, ey? Sprengstoff hin oder her. Ciao. So. Mann. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass es so, naja, dass wir darauf rumhacken, also dass ich darauf rumhacke oder ähnliches. Oder nicht so. Mhm. Mhm. Ja. Hab ich gedacht. Ja. Rein da. Was denn? Immer dasselbe mit dir. Immer dasselbe. Ach ja. Immer diese Komparsen, die nur Blödsinn im Kopf haben. Oh. Ist klar. Ich gebe ihnen so ein Geburtstagsgeschenk. Was macht er? Er haut da erstmal drauf. Macht. Na klar, ich wollte es nicht. Und uns gleich mit. Ja. Oh, da sind Fässer. Was? Sind Fässer. Möchtest du schon wieder explodieren? Nee, das sind andere Fässer. Ich erinnere dich an vorhin, da wolltest du auf das Fass schießen, während ich es in der Hand hatte. Zum Glück hast du nicht getroffen. Das war offline, das gehört jetzt nicht hier rein. Doch. So. Perverser Mörder. Elendiger, perverser Mörder, echt. So. Hallo? Ist hier jemand? Boah, das sieht so mies nach Arena-Kampf aus. Was? Übrigens fällt mir gerade ein, genau, wir haben natürlich auch noch eine Wumme, ein Schwert, was haben wir noch? Eine Banane. Ja. Ist doch schön. Das ist die beste Waffe für dich. Kannst du jetzt einen anderen nicht wehtun. Nee, du. Du musst ja auf alles schießen, er ist ja unfassbar. Joa. Mal gucken, was wir hier so alles haben. Eine Kanone benutzen. Dafür müsste ich die laden. Ich habe jetzt hier nichts dabei. Gucken wir doch mal nach dem Fass. Hm, ja. Da haben wir eine Kanonenkugel. Schön. Nein. Guck mich schon mal ein bisschen um, ob ich hier den Schatz finde. Weil ja. Jetzt muss er einen geben. Der hat ja schon angesagt, hier gibt es einen. So. Geladen haben wir schon mal. Das brauchen wir nur noch benutzen. Mal gucken. Ich will aber nicht entladen, ich will schießen. Schießen wir mal in den Himmel. Ja! Ein Schickele. Oh ja. Platsch. Ja. Sehr gut.
Wollen noch einen laden? Ja. Das ist lustig. Versuch mal bis hinten zur Insel zu kommen. Gucken. Ah, das wird nicht reichen. Oder? Nee, ach. Egal wie ich schieße, das kommt irgendwie gleichmäßig dort an. Moment. So. Nur Prison vor der Typ. Ja. Definitiv. So muss das sein. Was schleppst du eigentlich schon in die Kisten weg? Ich habe nur dieses Sprengfass. Ich will hier ganz nach oben, aber da komme ich nicht ganz hoch. Ja. Wo ich mir jetzt was, wo ich mich raufstellen kann. Okay. 10 Stück können wir mitnehmen. Zumindest etwas, jo. Ich will aber nicht die Kanonenkugel in der Hand haben. So, bitte. Ich sehe das nicht. Ich kann da durchlaufen. Toll. Wie bitte? Ich kann da durchlaufen. Wo? Durch das Fass. Schlag noch mal drauf. Mal gucken, ob das geht. Was ist das denn hier? Oh, Marcel. Das ist von dir. Was? Das hier. Ich glaube, du bist da ausgebrochen. Das wird sein, genau. Ja, ich breche dich gleich ein. Oh, eine Kiste. F benutzen. Wollen wir mal gucken. Wieso kann ich die nicht benutzen? Ich glaube, ich habe genügend Munition dabei. Das wird es wahrscheinlich sein. Und habe ich eine Leiter dabei? Oh. Okay. Marcel, du hättest vorher was essen sollen. Wieso? Ja, du hängst da voll rum. Ich glaube, ich weiß, was ich mit dem roten Fass gleich mache. Definitiv nicht. Hi Marcel. Beweg dich mal. Ui. Ups. Ich sehe jetzt aber auch keine Kiste hier drum. Oder? Nee. Also egal. Da geht's hier noch höher. Ja, hier geht's noch höher. So. Ach so, da meinst du wahrscheinlich, dass du nicht hochgekommen bist. Oh, gut, okay. Kann man jetzt durchgehen lassen. Ist ja jetzt nicht so dramatisch. Ja, klettern ist aber auch nicht drin. Schade. Kann man das irgendwie benutzen oder so? Würde sagen, nee. So, was haben wir denn hier? Im Fass haben wir nichts, was wir brauchen. Oder benutzen können oder wie auch immer. Das ist mir nicht ganz klar, wie das funktioniert, weil irgendwie haben wir immer nur 3 Teile in der Tasche. Mal gucken, ob sich das noch ändert. Den Platz hätten wir ja eigentlich mehr. Und du weißt ja, Marcel, ne? Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts wieder her. Wie immer. Ich bin Pirat. So. Wo bist du gerade? Unten an der Festung. Ganz unten? Ja. Okay. Dann zünden wir das Ding hier mal. Ja. Au! Ich hab jetzt trotzdem Schaden gekriegt. Verdammt. Brenn! Was, du brennst? Ich wusste es doch, du brennst. Oh ja. Hihi. Schick, schick, schick. So, okay. Also oben war, glaube ich, nichts weiter. Hier bin ich hergekommen. Hier war doch auch was. Gut. Genau, das probiere ich mal aus. So. Da wird mal ein bisschen gebannert hier. Okay, zielen. So, wie wir sehen, 2 Schuss habe ich noch. Mal gucken. Ja! Deswegen konnte ich da nichts nehmen. Alles klar. So. Auf der Ebene ist jetzt hier so nichts, so viel, würde ich sagen. Ist hier auch nichts. Ja.
Natürlich würde ich sagen, es ist vielleicht unten irgendwo was. Bei der Insel. Wie bitte? Hier müsste unten an der Insel irgendwo was sein hier. Ja. Also hier habe ich jetzt ja nichts gesehen, was irgendwie interessant wäre. Ganz ehrlich. Aber du hast ja jetzt gelesen, hier ist ein Schatz, oder nicht? Ich meine ja, da war doch was. Jo. Bin mir beinahe sicher. So. Hier ist noch ein Fass. Da schauen wir doch mal rein. Toll. Toll, toll, toll. Na gut, Kanone hatten wir schon benutzt. Ich denke mal, das wird wohl gleich bleiben. Also ich würde sagen, hier gibt es keinen Schatz. Ich würde sagen, ich mache das hier mit dem... Schatz entdeckt. Logbuch aktualisiert. Was? Schatz entdeckt. Ja. Logbuch aktualisiert. Nur wer hat's entdeckt? Nee, 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 nee. Erstmal das Logbuch finden. Da, Piratenlogbuch. So. Und weg hier. Lauf, 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 lauf. Ja. Und keinen Schaden genommen. Juhu. Krass gemacht. Krass gemacht. Ich bin ja immer wieder am Staunen bei manchen Spielen, wie toll die gemacht sind. Okay, da war auch nichts. Wo so diverse Sachen eben halt nicht so interessant sind oder nicht so wichtig sind. Was haben wir hier drin? Falsch. Kann aber auch sein, dass sie jetzt allgemein in der Welt meinen. Wegen dieser Season und so. Wäre möglich, ja. Vielleicht hat jemand einen Schatz gefunden und es wird uns trotzdem angezeigt. Möglich. Jo. Ich sehe hier nichts. Und ich habe eine Nase für sowas. Mhm. Der Lootfinger. Der Lootfinger. Hauptsache ich rutsche hier nicht runter. Obwohl, könnte gehen. Aber hier gibt es nicht so viel zu sehen, ehrlich gesagt. Oder gerade zu finden. Wollen wir da auch diese kleine Insel nochmal und dann zurück zur Taverne? Ich würde sagen, ja, definitiv. Halt, ich warte da runter. Auch wenn es hier schön ist, okay, schön, schön ist es hier. Oh ja, so schön. Bin ich enttäuscht. Nein. Ich möchte hier gar nicht mehr weg. Oh, hast du noch was entdeckt? Nichts dort hier. Außer Spesen nichts gewesen. Mal gucken, was wir hier drin haben. Auch nicht wirklich was. Nur oh, halt! Obwohl. Kettenschuss. Kleine verkettete Kanonenkugeln, die sich um Masten, Steuerräder und Spillen. Spille? Was ist noch Spille gleich? Wackeln und. Wickeln und zerstören. Wackeln, na, ist klar. Ja, damit kannst du wunderbar die Masten zerstören. Naja, klar, klar, klar. Kennt man ja aus dem Film. Ja, also insgesamt, ich muss sagen, also es ist echt erstaunlich, wie cool das hier aussieht. Oh, ich mag auch diese Grafik. Das ist echt toll. Ja. Haben sich die Designer richtig was einfallen lassen, also... Ich leg dir den Anker. Was? Ich leg dir den Anker. Ja, gut. Dann setze ich mal das Segel. Ja, du hast das Steuerrad nicht. Was? Du hast das Steuerrad nicht auf zentral. Nein. Ja, geh mal bitte nach unten. Oh. So, habe ich die Bretter denn dabei? Was? Denk an die Bretter. Ja. Und beeil dich. So. Schon fast zu.
Haben wir noch irgendwo was offen? Nö, ich glaube. Boah, Marcel, ey, das ganze Ding hier kaputt gemacht. Nein. Ja, du musst das Ruder ja auch auf zentral stellen, Mensch. Das ist blöd. Ich wähle was aus und dann drücke ich immer. Aber gar nicht so. Ja, es ist nicht anders. Also hier einfach nur die Maus drüber halten. Ist mir wohl auch passiert. Ja. Nee, ich will nicht Platz nehmen. Raus mit dem Zeug. So. Ich glaube, das Wasser war eigentlich schon weg hier, oder? Na, noch nicht ganz. So. Okay. Ah, das geht auch. Oh, was haben wir denn? Ey, da kommt Wasser rein. Sauerei. Muss ich das vielleicht auch zumachen? Ja, tatsächlich. In der Tat. War noch irgendwo ein Leck? Siehst du was? Da nichts, hier nichts. Nö, jetzt dürfte alles dicht. Eigentlich nicht, ne? Alles dicht sein. So. So. Raus damit. Ups. Nö, jetzt ist wirklich leer. Alles klar. Wir haben hier Skelette. Wo haben wir Skelette? Na, hier auf Insel. Ich hab uns schon an Land gebracht. Hier finden wir bestimmt einen Schatz. Das rieche ich. Mhm. Bist du bereit? Ja, gleich, kleinen Moment. Ich will noch schnell eine Banane essen. Und noch eine. Ich glaube, damit komme ich klar. Okay. Also, ab dafür. Yay! Oh. Ja, leck mich doch. So war das jetzt nicht gedacht. Alter, muss man selber machen. Ja, nee, ich bin gebrandmarkt sozusagen. Wenn du in der Nähe bist, dann kriege ich ewig Hauf. Und zwar von dir. Noch einer hinter dir. Sag mal. Du achtest aber schon darauf, dass ich nicht da stehe, wo du schießt, oder? Ja. Okay, wir haben hier Friendly Fire off. Alles klar. Das geht. Dann ist das okay, dann mach weiter. Und vergiss es nicht. Wow. Na komm, wo ist er? Los. Komm, geh doch kaputt. Lass den doch mal rauskommen, man sieht ja gar nichts. Na endlich. Wow. Erstiger Kopfschädel. Und Geldbeutel. Schlüssel. Goldbeutel aufgehoben. Oh ja. Oh ja, das gab rund 800. Ne, mehr. 1200. Nice. Okay, was mache ich jetzt mit dem Schädel? Schiff bringen. Hier, guck mal. Guck mal. Ja. Hier, guck mal. Ein Schlüssel. Schön. Hier. Ein Schlüssel. Willst du aufs Schiff bringen? Wenn wir das tragen, können wir nicht noch mehr zusätzliche Sachen tragen. Finde ich ein bisschen blöd gemacht? Ja, das wiederum schon. Das stimmt. Kann man sich aber arrangieren mit. Ja, aber ich finde das hier eigentlich schon recht okay. Gutes kannst du wenigstens damit die Leitern hoch. Wie bitte? Das Gutes kannst du damit wenigstens die Leitern hoch. Ja, wenigstens etwas, sonst müssten wir ja alles hier lassen. So, also hier einen Boden hingelegt.
Und er wird weitergeguckt. So, viel Zuschauer. Ich will den Schädel aber behalten. Ich will den nicht weglegen. Der ist doch weg. Ist doch doof. Yay! Mal gucken, was hier am Zipfel ist. Jo. Kann man machen. Oh, ich glaube, das war der Schatz. Meinst du? So. Ja, ich meine, in der Hinsicht. Oh, in der Hinsicht haben wir ja noch keine wirkliche Erfahrung. Was ist hier ein Schatz und was nicht? Ich meine, wenn wir was ausgraben müssen, dann müsste es eigentlich ein Schatz sein. Also spätestens dann. Ja, das haben wir mit Schatzkarten, aber die haben wir halt noch nicht. So ist es. Aber warte mal, wir können auch Schätze vergraben. Also wenn wir etwas vergraben, dann wird es zu einem Schatz. So ist es. Richtig, das ist nochmal was für andere. Wie, was für andere? Hä? Das ist für andere Spieler. Ja, wir können es auch selber wiederfinden. Ja, habe ich ja vorhin vorgelesen, ne? Wir sollen auf die Karte aufpassen. Ja, ich würde sagen, dann bringen wir das jetzt, was wir jetzt haben. Jo, zum ab dafür. Ab dafür. Oh, da hinten ist ein Schiff. Weil. Was? Wo ist ein Schiff? Da hinten. Da fährt eins. Oh ja, tatsächlich. Müssen wir aufpassen. Ja. Also da hatte ich schon mal meine Knarre nach. Ich glaube, der will auch zum Außenposten. Rüstung könnte, die Rüstung, die Richtung könnte hinkommen. Ja, kann er ja. Auf der Insel sind wir safe, soweit ich jetzt weiß. Oh, der hat auf jeden Fall, glaube ich, einen Schatz dabei. Oh nee, das ist keine gute Idee. Der hat einen Schatz dabei. Das Schiff. Es hat auf jeden Fall so ein Zeichen mit dran, dass man ihn erkennt. So, ich hab mal links, stark links, warte mal, Moment, Steuerbord und das Backbord, glaube ich. Ja, ja, hat Backbord eingeschlagen. Jo. Müsste passen. Ja, wir müssen auf jeden Fall nach Südosten. Na, das können wir ja gleich machen. Erstmal. Müssen wir uns hier überhaupt irgendwie bewegen? Na? Löst sie jetzt den Anker? Sehr aufdringlich. Weil ich will nur mit ein bisschen Segel losfahren, damit wir hier vielleicht auch rumkommen. Ja, das funktioniert. Juhu. Ich möchte nicht schon wieder an der Insel krachen gehen hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann lenke er. Ich gucke auf die Karte. Uah. Du müsstest fahren Südost. Ja, ich weiß. Okay. Wir können natürlich auch die Karte ein bisschen genauer uns angucken. Ja. Joho, joho. Ein bisschen südlicher. Ja gut, geradeaus, geradeaus. Ah, Moment mal. Ich sehe hier gerade so einen komischen Banner. Mit was Rotem drauf, also eine Eieruhr. Das ist das generische Schiff. Ah, jetzt, ja, jetzt erkenne ich es auch. Stimmt, das soll ein Schiff sein. Ja, die siehst du eigentlich nur, wenn die was Wichtiges auf dem Schiff beladen haben. Das mag sein, aber wir legen uns mit denen jetzt nicht an. Ja, auf gar keinen Fall. Mhm. Na. Das Ding ist, wenn wir so komischen Heulkisten oder sowas finden, das habe ich schon mal, wirst du gesehen von anderen auf der Karte.
Wie bitte nochmal? Es gibt so eine besonderen Kisten hier. Ja. Meistens bei versunkenen Schiffen, soweit ich weiß. Oder was ich mitgekriegt habe. Und wenn du die auf dem Schiff hast, ist dein Schiff für andere sichtbar. Jo, unter Umständen sind wir auch sichtbar. Du weißt aber schon, dass du entweder auf die Insel gerade zufährst? Nein? Hast du mir jetzt nichts gesagt? Und meistens sehe ich nicht viel wie im Segel. Ja, ja, das ist es ja. Plünder Außenposten. Also wir sind schon richtig. Wir sind richtig. Yay. So, gucken. Oh, das passt. Ja, ich ziehe mal das Segel ein bisschen hoch hier. Yep. Oh. Wir wollen doch nicht krachen gehen, ne? Jojo. Ah, Mist, eins habe ich vorhin vergessen mit dem Pulverfass, ne? Was bei dir explodiert ist. Ob man hier auch die Leiter hochkommt, ich meine normal eigentlich nicht, aber möglich wäre es ja. Damit ja, kommst du auch die Leiter hier mit hoch. Noch ein bisschen hoch, ja. Anker. Schön sanft. Was? Anker. Anker. Ist geankert. Dann fahr doch nicht auf das Ding zu. Also nicht so doll. Schön sanft daran. Mhm. Die werden richtig gut daran gelandet. Ja, aber doch nicht so. Hat funktioniert. Ich hatte das schon mal getestet. Mhm. Ist klar. So. Jetzt warte, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Nein. Uah. Hast wieder nur Dummfug im Kopf. Nix. Ja, die Lappen machen wir da. Los jetzt. So. Nehmen wir einen heißen Schlüssel. Komm. Ja. So, gucken wir mal, ob wir einen Händler finden, wo wir das Zeug loswerden. Den Kopf kriegst du hier unten am Zelt. Ja, beim Golddingsbums. Genau. Jo. Ich gucke mal, ob ich den Schlüssel hier auch loswerden. Kann hier nicht abgegeben werden. Bring dies zu Larina. Okay. Na dann. Da schließt sich wieder der Kreis. Hey, Hübsche. Hey, na? Ich hab einen Hallo, Schlüssel ich bin Harry. Achso, mach du erstmal. Hübsche, ich hab den Schlüssel zu deinem Herzen. Und die geht. Oh. Das tat jetzt weh. Oh, nee. Oh. Selbstbewusstsein sinkt. Kannst du mal sehen. So läuft das. So läuft wir das. Wir haben diese komischen Münzen bekommen. Diese blauen. Mhm. Hab ich gesehen. So, ist bei dir noch was vorzulesen? Nein. Nicht? Alles klar. Freund erstmal. Hallo, ich bin Harry, der Sammler. Im Gegensatz zu meinen geizigen Kollegen bringe ich so viel Gold unter die Leute wie möglich. Okay. Ich will aber keine Seefahrt kaufen. Ich will das Ding hier loswerden. Verdammt. Also brauche ich einen anderen Händler. Ich muss da rangehen an ihn, also nicht drücken. Wenn du mit der Maus dran bist, zeigt er dir unten grau an, ob du was bei ihm verkaufen kannst. Ach so. Nein. Dann steht aber, wo du es verkaufen kannst. Du hast ja einmal eher. Ach so, nein, sei doch mal ruhig jetzt. garstiger Kopfschädel. Kopfgeldschädel. Kann hier nicht abgegeben werden. Bringe dies zu einem Pavillon des Seelenordens. Okay, Seelenorden, alles klar. Ja, das meinte ich. Ja, dann brauchen wir erstmal einen Seelenorden. Brauchen wir einen Seelenorden. Hier vielleicht? Nein, auch falsch. Aber nicht, das ist hier auch nicht. Ja, hier. Hier? Jupp. Links. Will das Ding loswerden, es explodiert gleich. Ah! Was? Bei dem da. Nee, bei dir. Ja, verkaufen ist doch eine geile Idee. Ja. Yeah. 17.000 habe ich jetzt. Wie viel hast du? 17.000. Ich habe nur 4.000. Ja, ich habe ja vor dir schon rumgetestet, ob das was für uns ist. Ja, habe ich doch gesagt, sollst du ja nicht so viel machen. Ich nicht. Hast du wohl? Nein, ich hatte nur eine besondere Truhe, die mir echt viel Kohle gegeben hat. Ja. Und dann habe ich noch ein paar kleinere getestet. So.
Das war aber schon zu viel. Okay, super. Hervorragend. Dann haben wir unseren ersten Schatz verkauft. Das heißt, die ersten zwei. Ja, und dann... Kneipe. Was? Na, ab in die Kneipe. Ja, genau. Jo, ja. Nee, dann würde ich sagen, also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, bis zur nächsten Folge. Prost.